Herzlich willkommen zur Traktor Pulling Europameisterschaft. Wir sind in Erlähärmä in Finnland und mein Name ist Lenz Lieberkern. Und wenn Sie unsere letzten Sendungen eifrig verfolgt haben, dann werden Sie gemerkt haben, da ist hier einiges geboten, da ist richtig Spektakel und Spaß angesagt. Und heute kommen wir zu den richtig fetten Bullen. Und zwar zu der Modified 4500er Klasse. Und da haben wir mit Green Fighter auch einen Deutschen mit am Start. Und auch Ivan von Martin Ortgras, der ist im Europacup mit unterwegs, aber den haben wir heute leider nicht im Bild. Aber wie gesagt, die 4500er Klasse Maschinen bis 8000 PS, die meisten auf Methanol unterwegs, entweder mit Allison Rolls-Royce oder auch mit Keith Black Hemis unterwegs. Aber wir haben auch zum Beispiel Isotof Turbinen oder auch Transmash Diesel V12, also Motoren bis 40 Liter Hubraum. Und wie gesagt, bis 8000 PS. Ich würde mal sagen, da ist richtig für Vortrieb gesorgt. Und Sie haben es eben schon gesehen aus unseren vorherigen Programmen. Double Screaming mit Barry Burr aus den Niederlanden. Der hat den Modified 2500 Kilogramm Titel sich gesichert. Und Neighbors Nightmare, ein schöner Name von Daniel Vriens, ebenfalls ein Holländer in der Pro Stock Klasse, sich den Titel geschnappt. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es ausschaut bei den Modified 4,5 Tonnen. Hier geht gerade Sledhunden von Leif Jørgensen aus Dänemark zurück an den Schlitten. Und für alle, die vielleicht zum ersten Mal bei diesem Spektakel dabei sind und sich sagen, Moment, was raucht da? Der Schlitten wird auf eine Distanz von 100 Meter gezogen. Im günstigsten Fall schafft man die 100 Meter, das ist ein sogenannter Full Pull. Es gibt zwei Durchgänge und hier das langsame Anfahren, damit man sich nicht eingräbt. Und dann schön zu sehen hier, wie das Gewicht am Schlitten langsam nach vorne wandert und damit für mehr Widerstand auf der Deichsel sorgt. Und dann gräbt sich der Bollen ein, in diesem Fall hier Sledhunden von Leif Jørgensen. Das ist ein Diesel, das sehen Sie an diesem Rauch, der da rausgeblasen wird. Nein, kein Rußpartikelfilter. Also wie gesagt, ich auch kein Fan von diesen Apparaten, weil man auch weiß, gut, mit den Methanolmaschinen erzeugt man da wesentlich weniger Abgase. Also ökonomischer bzw. ökologischer Motorsport schaut definitiv anders aus. Auf der anderen Seite natürlich auch nicht zu vergessen, wie lang die Apparate hier laufen. 87,36 Meter für Sledhunden. Das ist gar nicht mal so schlecht unter diesen Bedingungen. Wie gesagt, die Bahn auch nicht hundertprozentig gerade. Je nachdem, wie sie es abziehen, die Hilfsmannschaften, hängt das Ding mehr oder weniger zu der einen oder der anderen Seite. Und damit kommen wir schon zu Devil's Power, zu Jarno Koskelainen aus Finnland. Rolls-Royce Meteor Motoren hier verbaut, zwei Turbos, und das Ding läuft auf Methanol, der Sicherheitskäfig, der Chassis. Ich sag mal im ungünstigsten Fall, so ein Chromolybdenrahmen wiegt gerade mal 100 Kilo, der Rest Motoren und Antrieb und natürlich die fetten Räder. Ähnlich bei den Dragstern und natürlich auch im Geländesport mit relativ wenig Druck gefahren werden. Einhängen, die Achsel nach vorne, bis das Ding wirklich auf Zug dasteht, damit hier nichts bricht. Denn wie gesagt, wir ziehen auf einen Schlag 8000 PS. Dann kann er erst sauber anfahren. Das sieht mir nicht so üppig aus. Hat hier Probleme beim Anfahren. Das Gewicht schon relativ weit vorne. Nicht richtig den Pull in die Gänge gekriegt. Und die Quittung dafür 56,28 Meter. Das ist nicht sicherlich nicht das, was sich Jarno Koskelainen, der Finne, hier vorgestellt hat. Und dann schauen wir mal, ob das der Green Fighter, der Apparat von Hörsti Hörstkamp aus der Dortmunder Gegend, die Mannschaft zu Hause, mit mehreren Traktoren in mehreren Klassen unterwegs sind, Europameister 88-02-07 gewesen, Europacup-Sieger im Jahre 2004 waren
einer der letzten Gewinner der freien Klasse, der 5-4er, die ja noch um einiges größer waren, 94, 96 und 97 den Titel geholt, über 7500 PS hat der Green Fighter. 3 Allison V17, 10 V12 mit 28 Liter Hubraum. Sie sehen schon dieses Gebilde da vorne und selbst das wird weggehoben. Das schaut mir schwer nach einem Vollpull aus. Jawohl, so ist es da. Die Zielflagge muss da hinten den Stöpsel reinhauen. Enrico Vollertun, diesmal am Volant. Und schmeißt das Ding hinten mit einem Fullpole ins Ziel. Mission accomplished, denn nur mit einem Fullpole kommt man in den sogenannten Pull-Off. Das ist quasi das Finale. Ding. Bis zum Aufschlag nach hinten rollen, dann wird es dann eingehängt. Intertechno Lambada mit Gerd Dingerink aus Holland. Der Sohn Willem ebenfalls mit dabei. Die Mannschaft aus Zwolle in Holland. Haben erst die Minis dominiert, sich dann an die großen Trecker gemacht und machen die exzellent, auch super vorbereitet, die Maschinen hier. Mehrfache Europameister in der Modified 3.5er zum Beispiel, der Nachbarklasse, wo dann zum Beispiel ein Motor abgeklemmt wird. Von 2002 bis 2004, von 2007 bis 2009 den Titel eingefahren. Und in dieser Klasse 2006 und 2008. Also, die sammeln die Titel, wie sie es brauchen. Und auch hier in Fullpull braucht man gar nicht groß zu erklären. 4 Keith Black Hemis mit 1471er Blauern, ebenfalls ein Methanolmonster. Tja, damit sind wir schon bei Green Spirit 6 mit Erik van Tiggelen, ebenfalls ein Holländer. Das ist der amtierende Meister. 91 zum ersten Mal die EM geholt, glaube ich, dann 2001 und 10. Also holt die ihm fast ja auf 10-Jahres-Rhythmus, wenn er dem treu bleiben sollte. Hat eine lange Durststrecke vor sich, oder schaut im Augenblick überhaupt nicht so aus. Der Green Spirit. Ein Full Pole. Guckst du hier? Ich muss jetzt erstmal zurücksetzen. Also ebenfalls Mission accomplished. Liegt auf dem dritten Platz im Euro Cup, wo die Platzierungen bzw. die Punkte aber die jeweiligen Events herausgefahren werden, die Europameisterschaft diesmal in El Hamara, ähnlich wie im alpinen Skisport zum Beispiel, wo man halt eine WM hat und die wird dann komplett an einem Ort ausgetragen. Entweder bist du da gut drauf oder du landest nirgends. Genauso ist es hier in der EM bei der Europameisterschaft in Finnland diesmal. Okay, der Apparat steht auf Zug. Gianluigi Baronchini, der Italiener, auf dem Tornado 2. 3 Allison V12 mit 28 Litern Hubraum. Yep. Das sieht gut aus. Ein gutes Pferd zieht nur so weit, wie es muss. Gerade mal so den Vollpol. Tja, wenn das Maximum war, was er leisten konnte, denke ich mal, wird es im Pull-Off schwierig für ihn werden, denn da wird das Gewicht dementsprechend montiert. Das ist schwieriger für die Kollegen wird. So, jetzt gibt's Turbinengeräusche. Das ist der Whispering Giant. Die fleißigen Zuschauer, die wissen schon, das ist kein Auspuff, das ist ein Turbinenende, was da oben rausguckt, und der Name stammt von einem
sehr berühmten Passagierflugzeug, der Komet. Neue Triebwerkstechnologie. Ein Riesenvogel, aber einiges leiser, effizienter, wirtschaftlicher als das, was vorher geflogen ist. Hans Zubier, der Niederländer, ebenfalls extrem erfolgreich in diesem Sport. 4 Turbinen ziehen da am Löffel. 4 Isotop TV3. Ja, überhaupt kein Problem. Muss richtig den Anker werfen. Ja, das macht Lust auf mehr mit dem Whispering Giant dann im Pull-Off. Aber dazu dann ein kleines bisschen mehr nach der Pause. Also bleiben Sie dran bei diesem Spektakel. Bis gleich.